keine Fasnacht dieses Jahr. Trotzdem oder gerade wegen dem, hat der Pastoralraum Laufendal-Lützeldal zu einem Gottesdienst voller Lebensfreude eingeladen. Wir zeigen einen Ausschnitt aus der Fasnachtspredigt vom Diakon Christoph Klingenbeck mit der für die Fasnachtszeit typischen Spitze gegen die Obrigkeit in der St. Josefskirche in Wahlen. Zwischendrin hören wir immer wieder den Klon Rolly Noirjean, bekannt vom Duo Gaston und Rolly an der Dreiorgel. Der Papst Franziskus tut Menschlichkeit leben und fordert uns auf, mehr Bescheidenheit anzustreben. Der Papst aus Argentinien wird immer noch geliebt von Jung und Alt. Er gibt vielen Menschen in unserer Kirche einen neuen Halt. Und er sagt, dass die Hauptaufgabe von Pfarrer, Diakon und Theologen sie ist der Schritt hin, auf die Menschen zu wogen. Doch leider hat der Papst jetzt endgültig seinen Mut verloren. Und das ist für viele, auch für mich, nicht so zu verstehen. Das tut mich wirklich äußerst fest bedrücken. Der Franziskus sieht die Frauen nie ins Priesteramt nachrücken. Für diesbezügliche Veränderungen wäre es meiner Meinung nach aber höchste Zeit. Schade, dass es laut Franziskus nie Priesterinnen gibt. Vielleicht kann man das Problem doch noch lösen. Schon gleich. Wir schicken einfach unseren abtretenden Weihbischof Dönny als seinen persönlichen Berater vorbei. Der Bischof Felix hat nämlich kürzlich öffentlich verlauten lassen, dass er sich das vorstellen kann, dass auch Frauen können am Altar stehen. Wo Corona nur als Biersorte bekannt war, hat man das Leben noch genossen bei einem Glas Bier oder Wein. Jetzt ist alles ganz anders gekommen. Die Freiheit ist uns allen ziemlich fest genommen. Alles ist home, das Büro daheim, die Schulbank, das eigene Pult, ganz für sich allein. Auch das Einkaufen als Homeshopping, die Lebensmittel werden gebracht. Auswärts essen ist vorbei, es wird selber gekocht. Aber etwas anderes ist meine grösste Sorge, es ist wahr. Wenn das so weitergeht bis Ende Jahr, dann verliere ich bald meine Stelle hier in der Kirche auf Laufendalo Erde, weil nämlich alle Gottesdienste nur noch als Home-Gottesdienst daheim gefeiert werden. Eine Antenne setzt hier auf dem Kirchenturm gleich einmal geben. Mit viel, viel Strahlen, so ist es zu vernehmen. Wir alle brauchen nicht Strahlen, aber unser Handy jeden Tag. Es ist manchmal eine Rettung in einer Notlage. Das Handy kann so vieles für uns im Alltag verrichten. Mal ganz ehrlich, wer würde von euch darauf freiwillig verzichten? Und wenn es nicht klappen sollte, mit dieser Antenne hier zu wählen, es ist ja so, würde ja auch noch in Laufen ein Kirchenturm stehen. Jetzt ist es endlich soweit, geniessen wir die Fasnacht. Oh nein, in diesem Jahr geht ja das nicht. Aber am 27.02.2022 ist es hoffentlich wieder so weit. Amen.
Immer mehr Menschen, ob jung oder alt, leiden an psychischen Problemen. Der Kirchenratspräsident von der reformierten Kirche Basel-Land, der Christoph Herrmann, sagt, was die Rolle der Kirche in dieser Zeit ist. Also die Rolle der Kirche in der Zeit der Krise ist eigentlich die Rolle, die die Kirche immer einnimmt. Also wir erinnern als Kirche, probieren das als Leben, was das Zusammenleben stärkt, was der Einzelne stärkt, was das Zusammenleben ausmacht. Dazu gehört zum einen der Gedanke der Solidarität, der in den Kirchen wachgehalten wird. Dazu gehört der Gedanke, dass einem Trost zufällt, Kräfte zufällt, fallen, wo man eigentlich von außen gar nicht irgendwie sich erklären kann, warum das das ist, sondern dass es in der Krise geschenkte Momente gibt, wo man plötzlich Trost und Hoffnung und eine Perspektive gewinnt, wo einem von Gott her, wie wir sagen, geschenkt werden. Das ist die eine Rolle, die die Kirche hat, um an das zu erinnern, was treibt der Einzelne, was treibt die Gemeinschaft. Und das andere ist, dass ich denke, die Kirche hat eigentlich nur ihre Berechtigung, wenn sie da ist für andere. Und das probieren wir auf vielfältige Art zu tun. Die Kirche ist immer Volkskirche. Und ich denke, Volkskirche heisst, wir sind für alle die Menschen da, die auf irgendeine Art bedürftig sind. Also das eine ist, dass wir probieren, mit den Leuten in Kontakt zu treten und auch da zu sein, wenn die Leute jemanden suchen, als Ansprechperson. Wenn die Leute das Bedürfnis haben, sich jemandem anzutrauen, das ist der ganze seelsorgerische Dienst, den wir in den Gemeinden anbieten, wo wir aber auch vor allem dann in den Spitälern und den Alts- und Pflegeheimen anbieten. Wir gehen auch aktiv auf die Leute zu, fragen nach, wie es ihnen geht. Wir öffnen Kirchenräume, dass die Leute vielleicht mal in einer anderen Umgebung sich aufhalten können, als einfach daheim. Gerade letztens habe ich eine getroffen, die in einer Kirche war und gesagt, da haben sie gefragt, was machst denn du da? Und dann hat sie gesagt, das ist der einzige Raum, der etwas anders ist als bei mir daheim, wo es nicht regnet, wo es nicht schneit, wo es nicht kalt ist. Und in diesem Raum kann ich singen. Und was wir als Kirche auch anbieten, sind je nach Kirchgemeinde verschiedenste Hilfsangebote, wo, wenn man dann an Caritas denkt, an Tischlein deck dich denkt, an auch finanzielle Hilfestellungen, die wir können leisten können. Kirchliche Angebote, die während der Pandemie Herz und Seelen erwärmen, gibt es verschiedene. So zum Beispiel das Projekt «Ormelingen singt» vom Pfarrer Detlef Nofke und seiner Frau, die jüngst für den Förderpreis für Gesellschaft von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank vorgeschlagen worden ist. Was verbirgt sich hinter dem Projekt «Ormelingen singt»? «Ormelingen singt» knüpft an einem Projekt an, das in unserer Kirchgemeinde monatlich stattgefunden hat, der Ausklang, an einem Freitagabend um 19 Uhr mit verschiedener Musik. Meine Frau ist Musiktherapeutin, die dieses Angebot durchführt. Man singt, man hört Musik, man macht gemeinsam Musik. Und als das mit der Pandemie nicht mehr möglich war, dann war die Idee, das nach draußen zu legen, aus der Kirche raus und Leute einzuladen, Musik zu machen, zu musizieren, zu singen. Nicht mehr gemeinsam, sondern durch die Musik verbunden zur selben Zeit. Was ist das Ziel von «Ormelingen singt»? Ja, eben ein Band zu schaffen, miteinander durch die Musik, durch das Singen verbunden zu sein. Wie haben die Menschen auf das Projekt reagiert? Berührt hat mich, dass viele Leute die Lieder weitergegeben haben, weitergeschickt haben. Wir haben sie ja per Mail verschickt oder per WhatsApp. Und dass wir so viele Rückmeldungen auch gekriegt haben. Manchmal Bilder von anderen, die gesungen haben. Wir haben ein Bild gekriegt von einer ganzen Straße hier am Ormelingen im Quartier, die sich vor den Häusern getroffen haben und gemeinsam gesungen haben. Vor ein paar Wochen hat sich der Pfarrer Detlef Nofke etwas Neues ausgedacht. Er kann neuerdings als Pfarrer to go gebucht werden. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war, als ja der zweite Lockdown in Kraft gesetzt wurde, so ein Stück die Idee, dass wirklich Veranstaltungen, Treffen wieder eingeschränkt sind und nicht möglich sind, dass doch viele Menschen gerade jetzt beim zweiten Lockdown noch mal mehr Mühe haben mit der Isolation, mit Abstand, mit den Sicherheitsmaßnahmen. Und meine Idee war, dass eben gleichwohl niemand alleine sein soll in dieser Zeit. Und wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen können oder zu kirchlichen Veranstaltungen gehen können,
dann muss eben die Kirche zu den Menschen gehen. Und deshalb meine Idee, dass man mich buchen kann für einen Besuch, für einen Spaziergang, für ein Telefongespräch, für ein Gebet in der Kirche. Unterschiedlichste Möglichkeiten, einfach to go, unterwegs sein als Pfarrer.